Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia Wise of the Sinisbit. Wir befinden uns im Rache-Tempel, immer noch auf der Suche höchstwahrscheinlich nach Amon, denn die Dorfbewohner von Baleara haben hier eine Lichtkugel hineinstürzen sehen. Das wird er höchstwahrscheinlich sein. Und außerdem gab es immer noch von einer Dorfbewohner oder einer Dorfbewohnerin das Gerücht, dass sich hier ein Schwert befinden soll. Und vielleicht ist es ja sogar das Schwert, nach dem wir suchen. Das Lufia-Schwert. Wir sind beim letzten Mal hier bei diesem kleinen Rätsel stehen geblieben und ich glaube, ich weiß auch schon, was wir tun müssen. Wir können diesen Schalter hier auf Rot oder Blau stellen. Wenn er auf Blau gestellt ist. Denke ich mal, können wir nur die Blauen bewegen. Zack, wird das hier offengelegt. Und wenn wir jetzt auf Rot stellen, können wir die Roten sogar darüber bewegen. Tada, so schwer war das gar nicht. Schlüssel gefunden. Da hatten wir schon Rätsel gehabt, die deutlich schwerer waren. Aber wir sind mal wieder den richtigen Weg gegangen. Wunderbar. So, du musst uns jetzt irgendwie mal da vorbeilassen, danke. Und jetzt bleibt also nur noch dieser Weg hier übrig, nach oben. Erster Stock. Und mal wieder Drachen. Vielleicht ein Präventivschlag, sehr schön. Und da habe ich schon die verschlossene Tür gesehen. Also ich vermute mal, dass dieser Dungeon hier nicht so groß ist. Scheint auf jeden Fall nicht zu sein. Den Gegner haben wir jetzt schon zuhauf im letzten Part gekämpft. Fersenschlag, wow. Aber wenn Solid die Spezialattacken auspackt, dann ist er, schrägstrich sie, eine wirkliche Hilfe. Athea wurde aufgestuft. Der dürfte jetzt auch Level 40 mittlerweile sein. Solid wieder ein Rosenschild, das haben wir nicht. Ah ne, da kommen wir noch gar nicht hin. Okay, das nehme ich zurück. Und noch mehr Treppen und noch mehr Treppen. Okay, scheint doch nicht so klein hier zu sein. Dreh dich mal um, T-Rex. Wieder ein Präventivschlag, den kriege ich aber mal wieder nicht. Und wieder zwei T-Rexes am Start. Ach komm, da hauen wir jetzt einfach mal wieder drauf. Da will ich die Zorn-Eigenschaften jetzt nicht unbedingt für verschwenden. Stattdessen mal wieder die gute alte Speed-Taste zum Einsatz bringen. Wow, die machen nur nicht wenig Schaden. Bomber und eine Faust ins Gesicht. In your face. Gute Arbeit, Solid. Bitte gleich noch einmal. Dann kommen wir mal wieder etwas schneller voran. Auch der normale Schlag hat auch ausgereicht. Und fast 10.000 Erfahrungspunkte. Und Sedan, ich glaube auch Solid hat meinen Stufenaufstieg. Der ist jetzt Level 39. Welches Level ist Molle? 34 nur. So. Es ist schwierig, die Kapselmonster immer alle gleichmäßig zu trainieren. Deswegen spezialisiere ich mich mal auf diese beiden hier jetzt. Aber wir haben ja noch zwei, die wir zu finden haben. Bin mal gespannt. Ich weiß das selber gar nicht mehr, wie die genau aussehen. Was uns da noch erwarten wird. Jetzt erstmal wieder ein paar Sensenmänner. Da greifen wir mal mit den Donner von Maxim an. Der Rest kann fröhlich draufkloppen. Also viel KP besitzen die guten Kreaturen ja nicht. Einen haben wir schon mal down. Die beide gehen auf Solid. Sehr schön. Und der bleibt sogar noch im Kampf drin. Sieht man selten genug. Erstmal den in der vorderen Reihe erledigen. Ich hoffe, Geistschlag wird jetzt ausreichen. Sehr schön. Solid wird mal wieder ab. Und klopf und klopf und strich und sens und dood. Mutschuh haben wir bekommen. Ich glaube, das ist sogar ein Item, das dauerhaft unser Mut erhöht. Und hier haben wir brüchige Wände. Die wollen wir doch mal kaputt machen. Oh, ganz schön viele. Oh, hier ist überall nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Und hier. Ah, hier ist noch ein Durchgang. Schauen wir uns den noch erstmal an. Und da beamt sich eine Kreatur mitten in uns hinein. Na komm, die haben wir jetzt auch mal eben wieder schnell platt. Oh, Athea mit dem Volltreffer. Maxim ebenfalls mit dem Volltreffer. Was ist hier denn los?
Todesschatten. Wenn wir Pech haben, sind alle down, aber es geht daneben. Konfubis. Oder Konfubis. Ja, schön auf Solid drauf. Und noch ein Konfubis. Der kann uns bestimmt verwirren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und noch ein Konfubis. Und noch ein Konfubis. Ja, die haben wirklich eine schwache physische Verteidigung, diese Hadeschädel. Und jetzt noch ein Schlag, komm. Sehr schön. 11.000 Goldmünzen haben wir bekommen. Aber wollen wir hier schon durch? Ich denke mal, dass es da weitergehen wird. Aber erstmal will ich mich mal wieder kurz heilen. Einmal voll geheilt. Und Maxim auch nochmal. So. Schauen wir erstmal, was hier zu finden ist, nämlich eine Kiste. Mit einem Heilpanzer. Klingt interessant. Kann Guy tragen, kann auch Maxim tragen. Natürlich den beiden, denen wir einen Platinpanzer erst vor kurzem gekauft haben. Der erhöht die Abwehr nochmal minimal. Eine magische Rüstung, die den Träger wiederbeleben kann. Okay. Zolleigenschaft Jungbrunnen für die KP vollständig auf. Okay. Ich glaube, die gebe ich mal Guy. Den Heilpanzer hört sich gut an. Erhöht die Abwehr minimal und eine sehr gute Zorneigenschaft. Dann kann Guy, wow, notfalls auch mal heilen. Ohne Tränke benutzen zu müssen. Hier geht es mal wieder einen Stockwerk tiefer. Und ist das hier wieder eine Hängepartie? Da haben wir eine Leiter. Und hier haben wir einen kleinen Schalter. Und wir werden mal wieder heiß erwartet, wie es aussieht. Aber hier kommen wir anscheinend nicht lang. Okay, gehen wir erstmal die Treppe hoch. Wieder im ersten Stock. Und da sind mal wieder ein paar Totenschädel. Hier kommen wir nicht durch. Ich glaube, hier müssen wir eine Bombe legen. Oder auch nicht. Ah, hier müssen wir eine Bombe legen. Und da ist irgendwas im Weg. Ein Schalter oder sowas. Oder eine brüchige Stelle. Ah, so kommen wir hier hin. Sehr schön. Boah, wollen wir den dran auch noch überledigen. Na komm. Mit dem Präventivschlag geht das ja relativ schnell. Und der Speed-Taste auch noch dazu. Ist das alles kein Problem. Sogar in einer Runde hier. Oder auch nicht. Und nochmal drauf. Jetzt habe ich glaube ich die Speed-Taste einmal zu wenig. Ne, müsste doch wieder normal sein. Ah, ich glaube mit diesem Warp kommen wir da wieder nach oben. Das wollen wir aber nicht. Und wie kommen wir an diese Leiter da ran? Das geschulte Luffy-Auge sieht, hier sind wieder mal brüchige Säulen. Und wenn wir da Bomben legen, fällt dieser eine Teil auseinander und wir kommen hier weiter. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt sind wir im zweiten Stock. Und hier sieht es auch nicht gerade einladend aus. Da haben wir einen kleinen Riss, den habe ich schon wieder gesehen. Und da ist wieder eine brüchige Säule, da kommen wir allerdings nicht hin. Gucken wir erstmal hier. Eine Bombe bitte. Den Riss habe ich genau gesehen. Spiel, du kannst mich nicht verarschen. Und hier geht wieder hoch. Wow, was ist das denn für ein Karren? Zu einem Item. Ein Bonus-Item, das Haar des Juwel. Viele, viele Items hier, die man finden kann. Mal schauen, was das Haar des Juwel kann. Steigert den Angriff um einiges. Senkt aber die Bewegung, die Stärke und die Abwehr. Wäre gar jetzt nicht so tragisch. Ja. Er würde bei Guy natürlich am meisten Sinn machen, aber ich habe die Vermutung, hartes Juwel, ein mystisches Juwel, das eine böse Kraft in sich band. Ja, das bestätigt nur meine Vermutung, dass das ein verzauberter Gegenstand ist, denn haben wir glaube ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich rüste ihn jetzt einfach mal aus und vermute, dass das hartes Juwel gleich rot angezeigt wird. Genau so ist das. Das bedeutet, dass rote Gegenstände sind ein verfluchter Gegenstand.
und die können wir nicht mehr ablegen. Diesen Fluch können wir nur entweder durch ein Item, das sich Fluchheiler nennt, beseitigen, oder ich glaube, man kann das auch in Kirchen machen bei den Pfarrer. Ich glaube, der kann sich Gegenstände auch entzaubern, da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Weil ich denke, bei Guy macht das Sinn. Fokus, okay, ist jetzt nicht so wichtig, aber der Angriff ist um einiges gestiegen. Kann er noch mehr Schaden machen als ohnehin schon. Und diesen Geisterkarren, den schauen wir uns auch mal eben an. Ein Hadeswagen. Ja, das passt ja, dass ihr das Hadesjuwel bewacht habt. Da haue ich mal wieder einen Dabber raus. Bin gleich mal gespannt auf den Schaden von Guy. Und auch auf den Schaden von Nodaba. Das Bermuda-Dreieck. Bams. Ein bisschen Triforce oder Triforce Look von Zelda. Dampfhammer. Okay, so gefährlich scheint die nicht zu sein. Ja, geil, macht gut Schaden. Und zwar das Wert abermals ab. Jetzt können wir nochmal normal draufhauen. Das sollte ausreichen. Und jetzt nochmal geil. Ach nö, hat sogar schon so ausgereichten Kraftsaft. Ich glaube auch... nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, das war auch ein Item, das dauerhaft einen Statuswert erhöht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wie kommen wir da denn jetzt hin? Eine Vermutung habe ich. Wenn das nicht klappt, dann sieht es schlecht aus. Aber es klappt. Jo, wie auch immer physikalisch das gerade zu erklären war. Wir können weiter. Das ist die Hauptsache. Und wieder zwei Hadeswagen. Einmal draufgehauen. Und auch diesmal können wir wieder die Speed-Taste benutzen. Denn die Gegner haben jetzt gerade auch eben einmal schon geplättet. Und wieder ein Dampfhammer. Oh, die scheinen wirklich nicht so gefährlich zu sein, wie sie aussehen. Irgendwelche Skeletthunde vorne am Wagen dran. Und viele Erfahrungspunkte geben die jetzt auch nicht. Maxi wurde aber aufgestuft. Sehr schön. Und haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier sehen wir auch keinen Riss irgendwo, keinen Geheimgang. Und ich glaube, das ist wieder ein Rätsel. Beseitigen wollte ich sagen. Hier erstmal diese Hexer. Keine Ahnung, was sie drauf haben, aber wir haben Präventivschlag. Deswegen sollten wir das schnell erledigen können. Ja, 4 KP haben wir auf jeden Fall nicht. Ne, so gute Abwehr auch nicht. Und daher geht das schnell. Zaubertrank haben wir noch dazu bekommen. Was müssen wir denn hier tun? 2 Teppiche. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wäre es nicht weitaus schöner, hätte der Teppich ein paar Falten weniger. Ja, den Spruch fand ich jetzt nicht so schön. Aber ich schätze mal, wir müssen diesen Stein hier benutzen, um die Falten aus dem Teppich zu entfernen. Oh, das ist auch mal eine nette Idee für ein Rätsel. Und zwar geht die Tür auf. Und ich glaube, wir sind gleich beim Endboss angelangt. Einmal aufgefrischt und einmal gespeichert. Wie viele Spielstunden haben wir mittlerweile? Fast 20 Spielstunden. Und schon wieder 122.000 Goldmünzen gesammelt. Wir sind ohne Goldmünzen praktisch hier reingekommen. Das ging ja relativ gut mit den paar Kämpfen. Na, ich denke, wir sind schon, oder haben schon 2/3 des Spiels jetzt hinter uns. Es kommt zwar noch ein sehr großes Finale, das kann ich schon mal verraten. Aber einen großen Teil haben wir halt auch schon erledigt. Und ich weiß nicht, ob jetzt wirklich schon direkt der Endgegner kommt. Es klingt auf jeden Fall so. Eine mystische Kugel. Ich glaube, diesen Kampf werden wir noch in diesem Part machen. Ich kann die Kraft spüren. Und ist es Amon? Nee, das ist nicht Amon. Ich rate eine Sterbliche. Ich verachte sie. Dies ist eine Form von Energie. Die Energie des Bösen, des absoluten Hasses. Weshalb entlädt sich diese Kraft ausgerechnet hier? Eine Macht der Hölle muss sie in diese Welt gebracht haben. Das könnte sein. Diese verabscheuungswürdigen Sterblichen. Okay, was bist du denn für einer? Der Rachegeist. Deswegen heißt der Tempel hier Rache-Tempel. Macht jetzt irgendwie Sinn. So, wir fangen erstmal mit einer Furie an. Erhöht den Angriff
Von allen, ja. Hero-Kraft 1 hebe ich mir mal auf. Ich weiß nicht, ob er physisch oder spezial mit Zaubern angreift. Deswegen mache ich erstmal Courage ebenfalls auf alle. Dann mache ich auch mal Multitempo. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Erstmal ein bisschen die Werte hier aufboosten. Flammern wäre natürlich praktisch, wenn er Feuerzauber macht. Aber ich glaube, Atea kann man angreifen mit seinen Zaubern und aber. So, der ist auf jeden Fall schon mal schneller als alle. Verderbnis. Okay. Das war jetzt nicht so überwältigend, dieser Angriff. Tempo wurde schon mal erhöht. Das ist sehr schön. Und jetzt ein No-Dubba. In your face. Joa, der macht gut Schaden. Jetzt erstmal, ich weiß auch nicht, ob der Angriff jetzt gerade physisch war oder magisch. Deswegen können wir gleich auch mal die Abwehr erhöhen. Erstmal den Angriff schön erhöhen. Oh, bei Gleitung 124 nach oben. Faust! Ins Gesicht, sehr schön. So, was kann Gein noch? Du kannst jetzt normal angreifen. Du machst dir jetzt mal den Auramantel. Geht jetzt auf alle. Jo, erhöht die Magieabwehr aller Kämpfer, sehr schön. Du machst mal Ego-Kraft 3, du hast ja auch noch den Engelsflügel ausgerüstet, immer noch. Ja, du greifst auch mal normal an. Und du packst mal den Samurai raus. Ja, Seelen ist jetzt schneller als der Geist. Hat wir ebenfalls. Macht ganz gut Schaden. Aber jetzt greift er wieder an mit Verderbnis. Vielleicht könnten wir mal und zwei mit Ego-Kraft 3, würde ich sagen. Falls das noch drin ist. Oh! Oh! Das ist also der Nebeneffekt seiner Attacke. Die kann einfach mal eben einen Gegner beziehungsweise uns mit einem Schlag erledigen. Oh! Gut, dann machen wir mal... Ich weiß nicht, Raider ist auf jeden Fall ein Wiederbelebungszauber. Ich weiß aber nicht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, wenn ich es jetzt auf alle mache, ob Maxim dann auch wiederbelebt wird. Wenn ich ihn jetzt einzeln anzaubern würde, würde es auf jeden Fall funktionieren. Werden wir jetzt gleich mal sehen. Was machen wir mit Samurai an? Raider ist der beste Heilzauber des Spiels. Ich weiß nicht, ob wir den auch schon mal gesehen haben. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Halt 500, glaube ich sogar. Ja, und belebt Maxim sogar wieder. Sehr schön. Samurai! Hastriale. Okay, wartet ab. Dann warte du mal. Also ich glaube, dieser Kampf wird nicht so ein großes Problem machen. Meine Furie. Dann greift maximal mit einem Donner an. Okay, Hero-Kraft 3 kann ich mir jetzt hängen, weil unser Kapselmonster von dannen gezogen ist. Und du machst nochmal nur Dabba. Ja, seht ihr, macht jetzt nicht so viel Schaden. Geht gleich auch auf die Zauber hinüber, würde ich sagen. Bams. Und wieder Verderbnis. Aber wenn wir da jetzt auch wieder viel Pech haben, könnte der theoretisch uns alle mit einem Schlag besiegen. What the fuck? Und warum geht die Speed-Taste auf einmal an? Was war das denn? Bin gerade etwas verwirrt. Auf jeden Fall müssen wir erstmal Raider zaubern. Und du greifst nochmal an. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine Aufnahme abgekackt ist. Das würde mich nicht gerade freuen. Ich will noch eben schnell diesen Kampf hier beenden. Ich hoffe, dass er nicht mehr allzu viel kapiert. Warum wurde Maxim jetzt nicht wiederbelebt? Irgendwie ist das gerade alles etwas kurios, was hier passiert. Und ich glaube, die ganzen Buffs und Buffs sind jetzt natürlich auch weg. Oh, der kommt Donner. Ja, zumindest wird keiner sterben davon. Wow. Aber einen zweiten Donner werden wir nicht überleben. Nochmal schnell Raider. Und du hast mir den No-Dubber drauf. Irgendwie ist das gerade etwas kritisch. Oder kann Maxi nicht wiederbelebt werden, weil er schon mal wiederbelebt wurde? Was zur Hölle? Kurios, kurios. Ich mach gleich mal Raider als Einzelzauber auf ihn. Wow, und der kann hier alle
heftigen Magieangriffe, die es so gibt. Er hat jetzt nicht so viel abgezogen wie der Donner, aber trotzdem beachtlich. Wow, und wie viel hältst du eigentlich aus? Du machst jetzt mal Raider einzeln auf ihn. Und du machst Raider auf alle. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Maxim, komm zurück ins Leben. Please. Ah, so geht's dann. Sehr schön. Nochmal voll geheilt. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder mit Verderbnis an und zwei kippen wieder rum. Aber Raider frisst natürlich auch eine Menge MP. Oh ne, er wartet ab. Umso besser. Und jetzt sind wir wieder alle mit am Start. Maxim greift auch mal normal an. Ja, was kann denn die gute Seele machen? Mach mal Atlantis auf ihn. Und du machst wieder deinen Nudabba-Zauber. Atlantis, ja, ordentlich. Aber der hält eine Menge aus. Nächster Nudabba. Und so langsam, aber sicher müsste der in den Bereich kommen, wo er nicht mehr so viel aushält. Wieder ein Phoenix. Phoenix White. Gute Spielereihe. Kann ich nur empfehlen. Mann, wie viel hältst du denn noch aus? Dann machst du jetzt mal einen Champion auf euch vier. Mal gucken, wie viel der Champion-Zauber heilt. 500 der Raider. Boah, immerhin 300, auch nicht so schlecht. Dafür, dass er nur die Hälfte der Magiepunkte kostet, ist das schon ordentlich. Und jetzt müsstest du aber wirklich mal langsam, aber sicher den Löffel abgeben, mein Guter. Wow. Und wieder zwei down. Ich hoffe jetzt nicht, dass du stirbst. Und was machen wir jetzt? Maxim kann kein Raider. Dann greifst du einfach mal normal an und du zauberst mal wieder einen Raider auf alle. Ich hoffe, dass Atea und Guy wieder aufstehen. Aber ich habe jetzt die Befürchtung, dass nur Atea aufsteht, weil Guy ja auch schon einmal wiederbelebt wurde. Nö, keiner von beiden bleiben oder werden wieder wach. Das ist noch schlechter. Und jetzt macht der Phoenix-Zauber ein bisschen mehr Schaden, aber noch im aushaltbaren Bereich zum Glück. Ach, da müssen wir jetzt sogar jetzt ein Item verwenden. Ein Heiltrank reicht, weil Maxim sowieso nach dem Monster angreift. Und du machst jetzt einen Raider auf Atea. Ich hoffe, das funktioniert. Der Part hat schon wieder etwas Überlänge. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Monster hier so stark ist. Atea ist wieder da. Und ich hoffe, sie hat überlebt den Angriff. Könnte eng werden. Ja, oh, kein Problem. Und jetzt sind wieder alle voll da, zum Glück. Guy greift an, du greifst an. Selan heilt alle. Atea müsste jetzt wieder langsamer sein, weil die Buffs ja verschwunden sind. Du kannst aber auch kein Speedy oder sowas. Schade. Greif auch, einfach auch mal normal an. Jetzt erstmal wieder alle voll heilen. Der Rachegeist wird seine Rache schon noch bekommen. Ach, hat er jetzt trotzdem noch vor dem Geist dran. Ja, warte du mal ab. Das kannst du ruhig. Ach, jetzt so langsam, aber sicher. Meine Fresse hier. Was hast du für Zorneigenschaften? Satans Biss. Atlantis. Und du hast nochmal einen Dabba-Zauber raus. Und ich hoffe mal, dass das jetzt ausreichen wird. Ja! Es geht doch! 20.000 Erfahrungspunkte, das sind aber relativ wenig. Dafür, dass dieser Kampf so lange gedauert hat. Und nochmal 15.000 Goldmünzen. Atea wurde mal noch aufgestuft. Und der Geist ist vernichtet. Aber jetzt wird es wirklich Zeit für einen Cut. Beim nächsten Mal machen wir hier an dieser Stelle direkt weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia! Rise of the Sinistrates. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.